irgendwie vorlesen musste, hatte ich aber damals in der Schule auch schon mal gehabt, wenn ich da irgendwie laut vorlesen musste, da überspringe ich sehr gerne mal irgendwie die Sätze und Wörter und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin halt irgendwie dann ein bisschen aufgeregt. Man merkt es, glaube ich, mir auch hin und wieder mal an. So. Das ist also der Wasserturm, den sie geplündert hatten. Interessant. Und hier haben sie wohl die Wagen überall hingeschmissen. So als kleinen Mauerersatz. Was die Supermutanten aber nicht wirklich davon abgehalten hat, hier einzumarschieren. Und die Stadt halt mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Beziehungsweise zu erobern. So richtig weit kamen die Supermutanten, wie es aussieht, aber noch nicht. Weil bis jetzt hängt hier noch nicht so viel rum. Ich gehe mal davon aus, hier werden wohl ein paar Stücke von dem Vater drin sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Hier sind ein paar Reifen hingesetzt. Ja, das war die beste Mauer ever. So drei Reifen übereinander. Das hat bestimmt alle abgehalten. Na, wo kommst du denn her? So, wie gesagt, wir... Boah, das ist gar keine schlechte Idee. Ich würde mal sagen, wir gucken uns auch erstmal hier alles an. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir irgendwas looten können. Ada ist am Abdancen. Alles klar. Party. Tschüss, Ada. Die ganzen Sachen werden ja jetzt nicht mehr benötigt. Beziehungsweise die werden ja schon seit über 200 Jahren nicht mehr benötigt. Und wie es aussieht, sind die Kinder... Beziehungsweise auch das Band, was da lief, war wohl schon etwas länger am Laufen. Tafelmesser und du hängst hier in der Dusche rum, okay. Hätte ich mir wohl auch meine eigenen Sachen zu denken. Was geht ab? Wie immer so das Gebiss aufgerissen haben. So, habt ihr einen schönen Safe versteckt? Hallo? Habt ihr einen schönen Safe? Ein Safe? Seid ihr wohl Luschis? Ich will einen Safe haben. Hm. Schade. Ein Safe. Was machst du da eigentlich, Ada? Dass ich hier nicht auch eine Siedlung bauen kann, wundert mich. Was tut denn da? Bist du da am Tuten? Guck mich nicht so an, ich weiß, dann tust du was. Aufgepasst. Du, ich geb dir mal ein paar Sachen. Ja, haben wir heute echt viel geschafft bis jetzt. Wir haben den Mechanist umgehauen, naja, sagen wir mal. Dazu bewegt, nicht mehr so viele Leute umzubringen. Unbewusst. Und wir haben die eine Quest jetzt abgegeben, oben an dem Kinderdings da. An dem Greentop-Teil haben wir auch noch was abgegeben. Jetzt haben wir hier noch die Quest erledigt, wo noch so ein... Doll. Ich weiß schon immer die ganze Zeit am Scannen, ob hier irgendwas ist am Bomben. Da gucke ich da einmal nicht hin und dann ist da was. So, wir gucken mal ganz kurz in den Safe rein. Doch. So, ich bin mal gespannt. Geschafft. Was wir als nächstes machen, ich lasse mich raten, Ada kommt hier nicht rein. Ich muss ja den garantiert selber entsperren, oder? Ada? Ada? Das Terminal entsperren? Sicher. Ich werde dieses Terminal für Sie entsperren.
Ja. Ist wohl schon fertig. Ich guck mal so lang. Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken, welche Quest ich als nächstes machen werde. Jetzt haben wir ja schon so ein paar Quests abgeschlossen. Ich würde auch gerne mal irgendwie wieder weiter hier nach dem Villentern suchen oder so. Die hatten wir ja auch mal die Quest gehabt. Ich würde auch gerne mal wieder nach Diamond City und gucken, da mal ein paar Sachen verkaufen. Vielleicht kriegen wir auch wieder ein bisschen Munition dann zusammen für die ganze... für so ein paar Sachen, die wir da toll verkauft haben. Okay, Küste. Ah, doch, da ist noch einer. Ah, noch ein. So, dann ist es bestimmt. Oder auch. Bin durch. Aufzeichnungen. Startseite. 8. November 2077. Kaum zu glauben, dass wir endlich zu Hause sind. Es waren auf dem Freeway in Connecticut. Wir waren auf dem Freeway in Connecticut, als es losging. Und der Himmel sei Dank. Und der Himmel sei gedankt, dass wir von den Autos weggelaufen sind. Wir haben zu Fuß mehr als eine Woche gebraucht. Und was wir gesehen haben, hätte nie gedacht, dass so etwas in Amerika möglich ist. Leon und ich haben über den Plan geredet, eine Mauer um das Viertel zu ziehen. Aber alleine schaffen wir das nicht. Und Janet muss auf die Kinder aufpassen. Vielleicht haben es ja ein paar Nachbarn überlebt. Sollte mich mal umsehen, solange es noch dunkel ist. Die Wände. 12. Dezember 2077. Dank Waynes Hilfe sind die Mauer nun endlich fertig. Kann noch nicht glauben, dass der Eierkopf überlebt hat. Ich komme mir so blöd vor, weil ich den ganzen Sommer lang über seinen Bunker gelacht habe. Da unten hat er sogar Trinkwasser. Leon. 27. März 2078. Gott gib mir die Kraft, meinen Bruder nicht umzubringen. Leon und ich haben die Gegend erkundet und uns versteckt, als wir Leute hörten. 12 Mann mit Knarren und Schlägern trugen eine Art improvisierte Rüstung. Leon konnte einen von ihnen aus seiner Zeit beim Mob. Was? Leon kannte einen von ihnen aus seiner Zeit beim Mob. Und rief nach ihm, bevor ich ihn aufhalten konnte. Der verdammte Trottel plapperte los, als hätte ich ihn nie was geändert. Und erzählte ihnen, dass wir einen umzäunten Fort haben. Sie ließen uns gehen, aber das Funkeln in ihren Augen sagte mir, dass wir sie schon bald wiedersehen werden. Beim Mob. Sieh mal an, was wir da haben. Hey, das Ding hier funktioniert ja noch. Steuert sogar die Beleuchtung. Krass. Das verdammte Arschloch hätte einfach gehen und das Fort überlassen sollen. Jetzt ist er tot und es gehört uns trotzdem. Wahrscheinlich hatte es ohnehin jemand anders weggenommen. Dieser Trottel Leon hatte sich sogar bepisst und hat sich uns angeschlossen, als wir hier einmarschiert sind. Der Idiot darf unser Schutzschild sein. Wenn wir das nächste Mal in die Stadt gehen. Interessant. Safe-Steuerung. Haben wir schon offen. Scheinwerfersteuerung. Licht ausschalten. Scheinwerfer werden hier runtergefahren. So. Badezimmerwaage ist entschärft. Flaschen nehmen wir natürlich schon auch noch mit. Wie zum Beispiel auch die Sachen, die hier in der Ecke rumstehen. Und noch eine Badezimmerwaage. Die Leute wollten sich von jedem Zimmer dreimal wiegen. Deswegen sind hier auch so viele. Können wir die Seife auch mitnehmen? Hä? Ich glaube, die Konrad hat jetzt gar nicht gesehen. Ich sag mal, im Moment, hier ist doch irgendwas, was ich mitnehmen kann. So, was haben wir denn da und was haben wir denn hier? Das brauchen wir nicht. So, wir gucken mal in den Safe rein.
Patronenpatronen. 2 mm elektromagnetische Kartusche. Das ist ja nett. Ja, sehr schön. Die ich nehme natürlich auch mit. Weil der einfach alles so von der Decke runterbommelt. Na, natürlich ist die Tür jetzt verschlossen. Nur weil Ada eine andere Tür drin rumsteht. Machen wir jetzt einfach mal die Tür hier auf. So. Dann so. Schön. Vitamine. Vielleicht tut ihr doch noch irgendwas anderes. Ich weiß immer, Tudut. Tudut. Das sind jetzt die Scheinwerfer. Okay. Wo sind wir hier? Ich wollte doch eine Quest machen. Super, stellt mir das Gebiet ja schon wieder auf. Von diesem Gebiet aus können wir noch zu einem anderen Gebiet hinlaufen. Ich stehe auf eine Mine drauf. Wieso sind da noch mehr von den Viechern? Ah, toll, die haben nicht mitgekriegt. Die haben nicht mitgekriegt, dass wir schon das Ding übernommen hatten. Nee. Ja. Warum hängst du jetzt hier? Was denn? Kopfschmerzen hat. Beweg dich doch nicht so abrupt. Jetzt trifft man den Kopf doch so schlecht. Na komm, guck schon. Hast du mal aufzuziehen? Fett. Da bist du. Oh. Ja, ich sehe ihn. Und zwar da. Ich hätte ihn eigentlich treffen müssen. Guter Aim, nicht schlecht. Wer bist du? Bist du der Typ, der von den Supermutanten so gelobt wurde? Mit seinen Okay, die haben sich ja zugemacht, aber da hat er auch nicht wirklich viel gebracht, wie es aussieht. Die Stadt hier abzuriegeln. Das sieht nur nach einem Neubau aus. Ich sag mal, nach so einem Rohbau. Oh. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ich habe aus Versehen rausgeklickt. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Das wäre besonders wichtig. Ich muss mal ganz kurz. Ich weiß, dass hier noch irgendwo rumgelaufen. Ach, da ist der Hund. Ach, Ada, du machst das schon. Na komm. Und. Schön gemacht. Nur der sowieso nicht mehr. Musik gewollt. Geschützturm hatten die hier auch? Mit Ende kaputt gemacht, also da war ich nicht gewesen. Das wüsste ich.
Okay, sieht gut aus. Ein Safe war hier noch nicht eingebaut, zumindest sehe ich hier keinen. Wie groß ist denn das Gebiet da noch? Da vorne geht es auch noch weiter. Ist ein MK5? Wird ein MK5 denn gebaut? Wie kommst du denn da drauf? Das ist ein MK5, Junge. Wenn die mir nicht so viel aushalten würden, so viel Damage machen würden. Oh nein. Hat sich jetzt mit dem Ding auch erledigt. So, wir nehmen natürlich noch alles mit. Düngemittel. Können wir bestimmt gebrauchen. Wie es aussieht, wird es auch langsam wieder dunkel. Das ist ja nicht so schön. So, da kommen wir wohl nicht rein. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich muss da vorne in die einen Häuser, glaube ich, noch reingucken. Die war gegenüber noch nicht gewesen. Wo wohl noch irgendwo so ein Nuka-Cola-Automat rumstehen soll. Ich weiß gar nicht, warum die Lampen alle leuchten. Da waren wir auf jeden Fall irgendwie schon mal gewesen. Das war Volt 75. Da waren wir auf jeden Fall schon mal irgendwie gewesen. So, was gibt es denn noch so Feines zu mitnehmen? Entschuldigung, falls ich wieder ein bisschen länger hier rumlaufen loote, aber das müsste man eigentlich schon von mir kennen, dass ich immer gerne ein bisschen hier rumlaufe und loote. Und mich überraschen lasse von den ganzen tollen Sachen, die wir hier noch finden. Die Programmierer und Entwickler sich schon gedacht haben, Mensch, wir müssen überall so kleine Sachen verstecken, die gefunden werden wollen. Da kann ich die ja auch nicht so enttäuschen und sagen, nö, ich suche da jetzt nicht nach. Könnt ihr alleine suchen. Was ist denn hier? Radioaktivität. Doch lecker. Ich glaube, du wurdest von der Druckwelle überrascht. Würde ich jetzt mal behaupten, so wie du aussiehst. Oder sieht man einfach dann von den Leuten gar nichts mehr? Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Was ich mich auch so ein bisschen wundere und ist das auch. Naja, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen, oder? Okay. Wie es aussieht, ich würde ganz stark davon ausgehen, dass hier das Ding eingeschlagen ist. Ja doch, die Welle könnte überall so. Okay. Wir sind, glaube ich, immer noch so ungefähr gleich weit weg. Was ist denn hier passiert? Knochen, linkes Bein. Was ist denn hier passiert? Interessant. Aufgepasst. Dass die Sachen alle ungefähr so gleich kaputt gegangen sind. Dass normalerweise ja, desto näher man an der Atombombe ist, wo die hochgegangen ist, dann die Sachen halt ein bisschen mehr kaputt sein müssen. Weil die Explosion bzw. die Druckwelle ja auch nach einer gewissen Zeit bzw. Entfernung ja halt abnimmt. Okay, du kannst nichts mehr tragen. Super, wir müssen gleich so zurück nach Hause. Wenn wir blutet haben, dann können wir auch Preston sagen, der alte Haudegen. Mensch, Preston, altes Fuß. Wir haben das Ding ja mal abgegeben an Grüntop und Grüntop hat hier gesagt, jupp, wir sind dabei.
Heißt also für Preston einfach nur, weil wir uns darum kümmern können, falls da mal wieder ein Angriff stattfindet, dass wir uns mal ganz schnell dahin teleportieren. Matt. Was ist denn hier so rum? Das Problem ist nur, ich habe langsam die Taschen voll. Du kannst ja wohl auch nichts mehr mitnehmen, obwohl du ja so dicke Reifen drauf hast. Oder Ketten oder Räder, ich weiß gar nicht, was du da drauf hast. So, hier waren wir noch nicht gewesen. Oh, das sagen die oben nicht, doch einer drauf, aber ich kann die auch nicht looten, ne? Könntest du eins der Kinder sein? Ich weiß es nicht. Aber die Supermutanten, die alles aufgebaut haben und sich auch, aber auch zusammengeknüppelt haben. So ganz so doof sind sie irgendwie nicht. Das sind halt nur nicht die hellsten hier im Commonwealth. Wow. Du bist wohl noch nicht so ganz richtig durch. Ja, ein bisschen geht noch. Die Kochstation, da will ich auf jeden Fall jetzt nichts mitnehmen. Beziehungsweise jetzt nichts braten. Ich weiß noch nicht genau, was uns das jetzt gebracht hat, was wir das Ding hier erkundet haben. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe auf jeden Fall dieses Gebiet jetzt hier erkundet, aber wir haben es auf jeden Fall nicht als neuen Unterschlupf. Ja. So. Mal kurz gucken, ob hier nicht irgendwelche Patronen sei schon in die Minen liegen. Ein bisschen geht noch. Ein bisschen können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Kann der aufs Dach drauf. Warum auch immer. Ob hier drauf irgendwas versteckt ist, sieht aber nicht danach aus. Außer ein paar Splitterminen. Okay, da waren wir schon drin gewesen. Hier gibt es auch nichts mehr. So, wir können glaube ich noch in dieses Haus rein, da waren wir noch nicht drin. Und da müssen wir glaube ich alles haben. Nicht mehr so viel. Nur noch ein bisschen. Wir nehmen nicht mehr so viel. Wir nehmen nur noch ein bisschen mit. Wir wollen ja auch nicht übertreiben. 5 Einheiten können wir noch mitnehmen. 4 Einheiten können wir noch mitnehmen. 3 Einheiten können wir noch mitnehmen. Oh Gott. Immer noch 3. Eins. Oh, dann gehen wir jetzt schnell. Ich will die Dose auch noch haben. Natürlich steht hier in der Tresor in der Ecke. Und hier drin sind jetzt 20 Millionen Atombomben. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, die kann man so richtig gut verkaufen.
Ach komm. So. Geschafft. Ja. Wie viel wiegt das Ding? 0,5 und? Oh, noch nicht so viel. Das geht noch. Das müsste auch noch gehen. 0,1 geht auch noch. 1 ist so viel. Ja. Und 0,5. Ah, der Nuka-Cola-Automat. Unser Nuka-Cola-Automat. Wo wir auch nichts wirklich dran machen können. Wir können auch, glaube ich, da nichts mitnehmen. So, wie viel sind wir denn gerade drüber? Wir sind 11 drüber, natürlich. Ich würde sogar gerne jetzt einen Skillpunkt reinschmeißen, dass wir, wenn wir überfüllt sind, schnell reisen können. Dafür würde ich jetzt gerne den Skillpunkt irgendwie verbrauchen. Ich weiß nicht genau warum. Unser AP füllt sich langsam wieder auf. Da im Haus waren wir schon drin gewesen. Ich glaube, da waren wir auch schon drin. Da müssen wir hier auch alles mitgenommen haben. Sieht zumindest gut aus. Da ist noch Wasser. Das hält mich nicht auf, wenn ich überfüllt bin. Ich nehme trotzdem noch Sachen mit. Jetzt ist recht. Wenn ich schon überfüllt bin, dann haue ich jetzt einen Skillpunkt da rein, dass wir trotzdem schnell reisen können. So, wir haben ja noch 3 Skillpunkte sogar über. Oh, von daher. Komm, was soll's. Wenn du überladen bist, kannst du schnell reisen. Wenn du überladen bist, kostet das Lauf 50% weniger Aktionspunkte. Nein, also Spaß. Irgendwie. Nee. So, wir können auf jeden Fall schnell reisen. Moment mal. Hat der was geschellt? Wir waren jetzt bei mir draußen. Ich habe das Fenster hier auf. Irgendwas schön gehört. Oh, Geld. Nein, ich komme. Moment bei ihm. Ich war da drin gewesen. Entschuldigung. Ich bin gerade ins Mikrofon gekommen. Weil ich mich gerade ein bisschen umhören wollte. Ich habe gerade das Headset ein bisschen abgehabt. Aber nicht genau feststellen, was ich hier höre. Wenn ich ja schon überladen bin und ich kann schnell reisen, nehme ich natürlich alles mit, was ich finde. Jetzt erst recht, jetzt packe ich alles drin. So. Da unten waren wir gewesen, da waren wir drin gewesen, da waren wir auch drin gewesen. Da kommen wir nicht wirklich rein. Die Kollegen haben wir gelootet. Da hinten brennt noch ein Lichtlein. Ja, da würde ich doch mal sagen. Wir reisen nach Hause und ich komme die ganze Zeit immer noch ans Mikrofon dran. Wir haben immer nur 2 Skillpunkte über. Von daher. Nun. Du trägst so viel, du kannst nicht rennen. Jeder weiß ich doch. Aufgepasst. Ach nicht, unsere Quasseltante ist wieder hier. Och, geht auch weg. Diese Quasseltante, ja, die ist ja... Ey, wie ich die schon sehe. So, Waffen. Waffen, 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 Waffen. Viele Waffeln. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts da reingeschmissen habe, was ich irgendwie brauche. Wir werden mal gucken. Ich würde es nicht hoffen. So. Ich mache schon mal Stuhl hier nicht. Hä? Was ist das denn?
Das war komisch gewesen. Muss ich mal gucken beim Stuhl. Jo. Mal ganz kurz was gucken. Und zwar Waffen, Waffen, Waffen. Ich habe natürlich eine Waffe rausgeworfen. Und zwar die erste. Super. Das war die Handgun. Klasse. Ja, welche war das denn gewesen? Toll. Sind ja nur zwei drin. Nein. Darf man aber keinen Schalldämpfer drauf? Kann ja nicht nur die sein. Jep, das war die. Alles klar, ich würde mal sagen, wir machen uns nochmal ganz kurz auf den Weg nach Diamond City. Schauen, ob wir da vielleicht noch ein bisschen Munition aufstocken können. Wir haben ja noch ein paar Kronkorken da. Schmeißen uns nochmal ein aufbereitetes Wässerchen rein. Ich überlege gerade, wir müssen an die Powerstation, glaube ich, nicht dran, oder? 120, 116, 106. Ernsthaft? Okay, komm. Also schon fast die Hälfte wieder weg. Oh, nix, ich bin am Reparieren. So, stimmt, wir müssen ja noch mit Preston reden. Da gehen wir mal ganz kurz hier hin. Schmeichern aber noch mal eben ganz kurz Feuer. Mit einem Klick auf F5. Ey, ich muss mal ganz kurz was geben. Nein, 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 wartet mal eben kurz. Warte mal hier. Ich kann mich nicht großartig bewegen. Mein Kern ist fast leer. Nein, ich will einfach nur das Ding geben. Ich habe halt gesehen, ich habe die ganzen Munitionsdinger dabei wieder. Ich habe die ganzen Kerne dabei. Mit denen kann ich ja nichts anfangen. So. Hier kommen noch ein paar Mods rein. So. Preston. Preston, Preston, Preston. Was macht ihr denn in Polonaise oder was ist das hier? Jetzt hier los, Mann. Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Hallo. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Mhm. Bitte ich. Ich muss jetzt dann. Ja, dann geh doch. Lass mich in Ruhe. Was? Achso, die brauchen alle. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt passiert? Datenaufgaben. Sprich mit Preston nochmal? Hallo. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Ich habe die Gude erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gule Sorgen machen müssen. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Ich will nur ein bisschen handeln. Du Vogel, sag mal, du hast eine neue Siedlung, was? Du hast ein... Der hat mich auch noch verarscht. Ach, wir haben doch eine Siedlung gefunden. Geh doch mal gucken. Ach, sprich doch mal mit ihnen da. Das ist doch eine Siedlung. Wo haben wir doch die nächste Siedlung? Dort ist eine Siedlung. Ja, toll. Ja, aber da ist die Siedlung gar nicht. Wo ist die Siedlung? Hä? Wollte mich... Da? Oh Gott, da ist noch eine Siedlung gewesen. Ja, natürlich ist da noch eine Siedlung. Noch eine Siedlung, die Hilfe benötigt. Hilfe, wir werden angegriffen. Komm doch mal schnell vorbei. Aber Preston hat mich dort hingeschickt. Das ist mir egal. Preston hilft uns nicht. Du musst vorbeikommen. Du hast uns Hilfe angeboten. Komm vorbei. Ja, das ist doch... Das ist was los. Das ist ja schlimmer als hier bei GTA 3, ey.
Heute will wieder Golf spielen. Er will wieder bowlen. Wenn der Onkel dann mal wieder angerufen hat. Lass uns bowlen. Lass uns bowlen. Wir brauchen Hilfe. Ja, ich glaube, war ich. Will ich mich noch ein bisschen aufregen hier. So, ist ja nicht ernst gemeint. So, wir wollen aber mal ganz kurz nach Diamond City. Das ist ja ganz schön. Naja, wir bringen die Blätdrüsen nach Dr. Duffy. Teleportieren uns aber erstmal ganz kurz nach Diamond City hin und gucken mal, ob wir noch ein bisschen Muni bekommen. Und da würde ich mich schon fast gerne mal dann fast auf den Weg machen, fast. Wenn ich noch ein paar Mal fast gesagt habe. Und zwar gucken, was mit League Valentine ist. Was geht ab? Keine Sorge, hier in Diamond City bist du sicher vor den Sins. Hoffe ich. Aber sowas von. Eine alte Hütte. Wenn es dir um Sicherheit geht, mit einer Distanzwaffe. Arbeiten wir doch. Nimm sie ruhig. Lass mal jucken, was hast du denn da feines? 334 Kronkorken. Den Big Boy hast du immer noch da für 10.000. Er verursacht doppelten Schaden, sobald er, solange das Ziel volle Gesundheit hat. Ist ein bisschen schwachsinnig. Das wäre maximal beim ersten Schuss. Also von daher weiß ich nicht. Sobald der Ding irgendwie einmal angehittet wurde, kannst du das ganze Ding sowieso vergessen. Von daher, jo, ich glaube erstmal nicht. So, pass auf, du kriegst erstmal hier von mir ein paar Dinger hier. Ich gebe dir erstmal die ganzen Sachen, die ich immer so habe, wie zum Beispiel Bier. Ist es, wie gesagt, nicht gerade das Spannendste. Ich hoffe mal, dass ich hinterher dran denke und die Folgen dafür ein bisschen länger mache. Weil ich hier jetzt dann noch ein paar Sachen am Verkaufen bin. Weil es ist ja, wie gesagt, nicht gerade das Spannendste hier, dass ich hier dem Typen ein paar Sachen in die Hand drücke. So. Ich gebe ihm auch erstmal die ganzen Sachen. Damit er hinterher sah, damit er hinterher sagen kann, sag mal her, was hast du denn sonst noch so Feines? Medix. Kannst du haben. Die Mentat kannst du auch noch haben. Ich werde auf jeden Fall schon mein ganzes Zeug weg, auch wenn ich 888 Kronkorken theoretisch von ihm bekommen müsste. Perfekt erhaltener Kuchen. Der behalte ich auch perfekt mal. Psycho kannst du auch noch haben. Psycho Buff? Sagt mir gar nichts. Kannst du auf jeden Fall auch haben. So, schimmeliges Essen, dafür gibt es immer eins. Du bist doch bekloppt. Oh, sie haben schimmeliges Essen, das ist ja super. Schmutziges Wasser muss ich auf jeden Fall mal herstellen. Und Stimpaks, sie haben so viele Stimpaks, ey. Ultrajet. Also falls ich mal irgendwie Geld brauche, auf jeden Fall Kronkorken, gehe ich hin und verkaufe die ganzen Stimpaks. So, pass mal auf. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo 308 da reinkommt, aber gib mal ein paar, ja. So, 38er haben wir, glaube ich, noch da. Haben wir noch da 44er. 45er. 2 mm, die nehmen wir natürlich mit. Die 5 mm, die 5,5, die nehme ich auf jeden Fall auch mit. Fusionskerne. Also ganz schön happigen Preis hier, Jung. Fusionszellen. Moment mal, ich guck mal ganz kurz. 733. Was willst du denn für die 90 haben? Was, du kriegst schon so viel von mir? Willst du mich verarschen? Du kriegst schon 1300? Obwohl ich dir so viel Zeug gegeben hab? Du hast auch einen Schuss, Jung. Schrotpatronen. Nee, das reicht erstmal. 1300. Was kriege ich denn von dir? Die paar Sachen? Du bist ja nicht ganz knusper. Dir geht's doch nicht so ganz gut, oder? Kann ich das sonst irgendwann andrehen? Gib die Kohle bloß nicht aus, die hole ich mir wieder. 2840, das tut ja weh. Du hast 1700 Kronkorken.
Hier kriegst du noch ein bisschen was von dem Quantum-Zeug, Cola-Zeug, Redex, Redaway, Stimpex. Haben wir so viel zu essen? Stimpex finden wir ja eigentlich auch in jeder Ecke. Oh. 1400. Ja, sieht doch schon gut aus. So, 76 Kronkorken hast du, das sieht doch schon besser aus als über 1800 oder sowas. Ja? Warte mal, ich habe ein paar Fragen an dich. Was? Was jetzt? Paul Pembroke hat mir gesagt, dass du Henry Cook getötet hast. Was hast du dazu zu sagen? Den habe ich gemacht. Oh nein, was passiert denn jetzt hier? Was ist jetzt besser? Dieses Lügen oder dieses Lügen? Ich weiß nicht, wer ihn getötet hat, aber ich war's nicht. Ich sollte dich einfach töten, um sicher zu gehen. Aber ich töte Leute nur, wenn sie es verdient haben. Und bei dir bin ich mir nicht sicher, noch nicht. Warum hast du denn so eine dicke Rüstung an? Was ist los mit dir? Was ist denn aber so angepisst? War vermutlich nur ein Spinner, aber irgendein komischer Typ ist in die Stadt gekommen und meinte, er hätte einen Notruf aus den Ruinen von Cambridge aufgefangen. Jo, war ein Spinner gewesen. Kann ich bestätigen. Was ist die denn auf einmal so abgegangen? Kannst du mal draußen vor die Tür kommen? Ich hab da mal eben kurz, ich müsste mal ganz kurz etwas mit dir bereden. Warum konnte ich die überreden? Ich glaube, ich muss mal ein paar Dinge an Karis mal reinhauen. Nee, du? Du willst jetzt echt nach draußen gehen? Na? Geh ruhig weiter. Lass dich nicht aufhalten. Einfach weitergehen. Wir sind momentan eigentlich schon versteckt. Oh, verdammt, die schon draußen. Was? Oh, da stehst du gut. Ba-ba-da-ba-da. Was? Hallo? Ach, ich will die jetzt nicht umbringen, keine Ahnung. Es könnte aber sehr gut sein, dass ich vielleicht irgendwo mal Informationen rausbekomme und ich dadurch einen Nachteil bekomme. Verdammt. Naja. Ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Vorbeischauen. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Fallout 4 wieder. Und ich bin mal gespannt, welche Quest ich da mache. Ich hatte eigentlich vorgehabt, die Nick Valentine-Quest mal fortzuführen. Und ja, mal gucken. Bis dahin lässt sich bestimmt wieder irgendwas machen und ich lasse mich ablenken. Ich habe keine Ahnung. Bis dahin wünsche ich euch noch was und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Pleada, 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 pleada. Atom bomb, baby, loaded with power. Radioactive as a TV tower. A nuclear vision in her soul. Loves with the electronic control. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, boy, she can start one of those chain reactions in my heart. A
A big explosion, big and loud. Mushrooms me right up on a cloud. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bum, pliada, bum, pliada, bum, pliada, bum, pliada. Atom bomb, baby, sweet as a plum. Carries more wow than uranium. When she kisses, there's no hitch. 0 hours, she turns on the switch. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT.